Ja, es ist einfach schön. Es ist unglaublich, was passiert. Dann schluck den Kloß mal runter, weil ich habe noch die eine oder andere Frage. Das wäre nicht schlecht. Wir machen erstmal eine Dankeschön-Runde, weil du hattest gesagt, wenn ich schon einen Preis bekomme, dann möchte ich auch Danke sagen. So wie das immer, ich grüße meine Eltern und so. Sie kennen das ja. Die Eltern sind wahrscheinlich auch mit dabei. Es geht los, die Danksagung von Giovanni Zarella. Danke dir vielmals. Kannst du mir geben, es dauert länger. Ich wollte mich wirklich von Herzen bedanken. Für mich ist das hier wie ein neuer Anfang, wie wenn das alles wegradiert wäre, was da war mit Broses. Nicht, weil es nicht schön war, es war wunderschön, aber weil dazwischen auch viel Schmerz war und viele nicht so schöne Sachen und viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, Maite hat es auch schon gesagt, das, was man, glaube ich, vor der Kamera sieht, ist immer das Lachen und alles, was funktioniert, was nicht funktioniert, das machen dann die Menschen mit einem mit, die zu Hause sind. Das ist die Frau, die Kinder, die Eltern, die Geschwister, die wissen die Kämpfe, die man lebt und die man mitlebt. Und bei mir hat es begonnen, alles hier ganz in der Nähe. Mein Casting zu Broses war wenige Meter entfernt hier um die Ecke in Stuttgart und da hat meine unglaublich diese wundervolle Zeit begonnen mit Broses damals und mir bedeutet es ganz, ganz, ganz viel, dass ich diese Auszeichnung bekomme von SWR 4 in der Stadt, in der für mich alles begonnen hat. Das ist für mich ein bisschen Schicksal auch. SWR 4 war mit auch der Sender, der damit dran geglaubt hat am Anfang und gesagt hat, pass auf, wir unterstützen das Ganze, wir finden das gut, das ist eine tolle Idee. Wirklich lange bevor viele andere Sender da eingelenkt haben und dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Das ist wirklich, das werde ich, also die Vier, die bekommt einen ganz besonderen Platz bei mir und das ist für mich wirklich, als wenn es gerade heute losgehen würde. Das ist wie ein zweiter, dritter, vierter Frühling, alles auf einmal im Schwabeländle. Das ist echt unglaublich schön, dass es das jetzt hier passiert. Und ich glaube, ich habe ein paar Songs, die ich gleich singe. Und damit du nicht so lange hier einfach nur rumstehst, da mache ich einfach während den Songs, glaube ich, sage ich noch ein bisschen Danke. Ja? Danke euch. Grazie, ragazzi. Ich habe mein Mikro wieder. Juhu. Promi-Geflüster beim SWR 4 Festival in Stuttgart und heute war die große Preisverleihung des Durchstarterpreises von SWR 4 und Giovanni Zarella als Newcomer in dem Bereich hat heute die vier bekommen. Was war es für ein Gefühl? Sensationell, also für mich persönlich wie ein Neuanfang. Also ich freue mich auch, dass der Christian hier sitzt, der hatte das alles schon irgendwie... Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, Christian hat das alles schon irgendwie prophezeit und noch, muss ich ehrlich sein, noch viel mehr gesehen als ich, dass das alles so kommen kann. Und wir haben die vier bekommen, wir sind der Schlager Newcomer des Jahres vom SWR, SWR 4. Und wenn ein Radiosender oder so ein wichtiger Sender dich auszeichnet, das ist schon für mich persönlich eine ganz, ganz große Ehre. Auf alle Fälle. Und ich habe dich jetzt heute zum ersten Mal live mit Band erlebt. Ich muss sagen, grandios. Ich war begeistert, war wirklich eine tolle Sache und vor allen Dingen auch hautnah. Also 180 Personen etwa. Hast du so eine Situation schon mal gehabt? So exklusiv ist schon was Besonderes, ne, für so einen kleinen Rahmen. Ich habe sehr, sehr viel mit Band gespielt. Ich glaube auch, das ist unser langfristiges Ziel, auch immer mit einer Band auf der Bühne zu stehen. Das ist meine Band seit bald 13 Jahren, mit denen spiele ich wirklich auswendig. Und die freuen sich auch total auf den neuen Sound. Die sind auch dankbar, dass wir so ein tolles Album haben. Jetzt kommen wir mal kurz zum Christian eben zu sprechen. Giovanni hat es gesagt auf der Bühne, ihr habt die Titel zusammen gemacht und die Idee ist entstanden durch dich eben, oder? Erzähl mal kurz, wie das Album, das neue von ihm, entstanden ist. Ja, also ich muss immer sagen, es ist wirklich ein Teamwork. Also Giovanni und ich funktionieren super zusammen und es war einfach so, dass wir uns zusammengesetzt haben. Giovanni kam zu mir und wir haben überlegt, was können wir denn zusammen machen, damit die Republik eine Bereicherung erfährt durch das, was wir machen. Ne? Also wir treten ja immer an damit, dass wir eine Marktlücke finden und die eben ausfüllen. Und die eben ausfüllen vor allem, und da glaube ich immer bei allem dran, was ich mache, mit einem glaubwürdigen Produkt. Und Giovanni ist so, also wenn man ihn auch privat kennt, Giovanni ist einfach ein Herzensmensch und ein wahnsinnig sympathischer Mensch erstmal. Und wenn man da was Glaubwürdiges macht, nämlich diese beiden Wurzeln, die deutsche und die italienische, die er in sich trägt, verbindet und das eben mit so einem Album sehr konsequent, dann kann das nur erfolgreich sein. Ich habe da, muss ich wirklich sagen, am Anfang viel, viel mehr dran geglaubt als Giovanni und wir haben viele, viele Telefonate geführt, wo ich dir gesagt habe, dass das wirklich gut funktionieren wird.
und nicht nur kann, sondern wird. Ich war da einfach total überzeugt von, weil ich weiß, was er als Künstler kann und ich weiß, was ich im Studio kann. Das muss ich auch sagen oder darf ich dann auch sagen. Und das ist einfach ein gutes Team und deshalb ja, ist das sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ja, dazu darf man euch beiden wirklich ganz, ganz herzlich gratulieren. Das ist wirklich aufgegangen und nicht zuletzt durch deine Promotion-Aktionen, die du ja den Sommer über auch gestartet hast. Das hat natürlich auch noch eingeschlagen. Ja, das war schon Leben am Limit. Also ich hatte teilweise bis zu 4 Autogrammstunden am Tag und das auch über ja, 6, 8 Wochen hinweg. Aber mir war es sehr wichtig, viele Menschen zu erreichen. Ich wollte ganz vielen Menschen zeigen, wie toll dieses Album ist. Ich wollte ganz viel live spielen für die Leute. Ich wollte nicht nur eine Autogrammstunde geben, sondern auch singen noch davor. Und mir war es wichtig einfach, dass, wie gesagt, viele Menschen sehen, der hat was Neues. Der zeigt uns ein Stück seines Landes, ein Stück von Italien, ein Stück von Deutschland. Und das ist zum Glück aufgegangen. Definitiv. Plus in Reutlingen war es noch nicht. Eieiei. Das müssen wir noch nachholen. Ja, liebe Reutlinger, ich komme noch vorbei. Das ist ja für mich eine sehr, sehr wichtige Stadt. Genau. Und das werde ich auch noch machen. Sehr gut, sehr gut. Die sind alle heiß drauf. Nee, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass es hoffentlich nochmal ein zweites Album gibt in der Variante. Oder habt ihr da noch schon was in Planung? Wer will oder wer darf? Ja, ich glaube, dass wir beide der Meinung sind, sehr, sehr kurzfristig ein neues Album machen zu wollen. Wir haben schon viele Ideen, viele Songs. Es gibt einfach unglaublich viele tolle Songs. Wir wollen aber auch ein bisschen überraschen. Das wird sicherlich das Wichtigste sein bei dem Album. Also nicht dem komplett zu 100% demselben Konzept zu folgen, sondern irgendwie auch noch etwas Überraschendes dazu zu machen. Ob das jetzt Duette sind oder irgendwie, ob man dann vielleicht Italienisch-Deutsch spielt oder an internationale Songs rangeht. Wir haben alles schon durchdacht, aber der Mann hier, der ist the brain bei der Sache und weiß, was er machen will, glaube ich. Will ich noch was sagen, genau. Nee, ich wollte einfach nur sagen, es gibt natürlich einen langfristigen Plan. Also bei allem, was wir so machen, ist es nicht dafür gedacht, dass wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr zusammenarbeiten und das war's, sondern da kommt noch sehr, sehr viel. Und wir sehen ja, dass die Menschen es gerne hören, was wir da machen. Und das beflügelt uns natürlich, da noch ganz, ganz viel mehr zu machen. Ja. Mehr brauchen wir jetzt noch gar nicht verraten. Wir lassen uns einfach überraschen. Das war aber schon viel Exklusives, was du hier hast, mein Freund. Das machst du immer ganz clever. Genau. Nee, da freuen wir uns dann auf vieles Weitere und euch alles Gute. Die Musik spielt schon. Ich glaube, jetzt, wir holen uns jetzt noch was Süßes. Haben wir es uns verdient. Wir stoßen an. Ab zur Afterparty. Ciao, ragazzi. Aftershow-Party, so heißt es, genau. Bis dann, alles Ciao. Gute und grüß deine Frau. Das mache ich, danke sehr.